Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SK Active Trading. An einem heißen Sommertag am Mittwochabend freue ich mich besonders, wenn Sie hier heute mit uns dabei sind. Wir haben heute wieder volles Haus. Ingmar Königshofen und Stefan Feuerstein sind zu Gast. Der René Wolfram, den Sie hier auch auf der Titelfolie sehen, der lässt sich leider kurzfristig entschuldigen. Das soll dem Ganzen aber keinen Abbruch tun, dass wir auch heute wieder volles Programm haben und auch anfangen wollen. Bevor wir anfangen, Sie kennen das ja schon, unsere rechtlichen Hinweise, nämlich der Hinweis an Sie, dass sich dieses Webinar an kundige Selbstentscheider im Bereich Hebelprodukte richtet, dass die hier besprochenen Produkthinweise lediglich Demonstrationszwecke, keine Empfehlungen und keine Anlageberatungen sind, sowie auch der Hinweis, dass Hebelprodukte ein hohes Risiko beinhalten, Ihr Turbo kann ausnocken, Ihr Optionsschein kann wertlos verfallen und nicht zuletzt ist es auch möglich, dass der Emittent ausfällt. Immer beachten, wenn Sie Hebelprodukte handeln. Ansonsten, Ingmar, Stefan, ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Beim letzten Mal hatten wir unter anderem den DAX besprochen und damit wollen wir auch einsteigen, richtig? Genau, richtig, Alex. Hallo auch von unserer Seite in die Runde. Freut uns, dass Sie trotz der Hitze so zahlreich dabei sind. Es ist, Alex hat schon gesagt, heute wirklich sehr warm. Aber vielleicht der ein oder andere sitzt ja auch im Garten und kann mit seinem Tablet zuschauen. Wir wollen zunächst einmal wieder einen Rückblick tätigen. Alex hat schon gesagt, wir hatten beim letzten Mal den DAX und wir hatten eine Strategie auf das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar und wollen uns jetzt mal anschauen, wie die Strategie bisher funktioniert hat. Ob sie aufgegangen ist, ob sie vielleicht nicht funktioniert hat oder ob wir vielleicht ein Update machen wollen und starten dementsprechend mit dem DAX. Dort hatten die Vorfilter vom René angezeigt, dass man kurzfristig einen Short-Einstieg suchen sollte. Und laut Stefan sollten wir einsteigen mit einem Limit bei 12.400 Punkten mit den Zielen bei 12.100, 12.000, 11.700, 11.500 und sogar 10.800 Punkten und einem anfänglichen Stopp bei 12.850. Jetzt wollen wir uns das Ganze mal im Chart anschauen. Sie sehen, wie immer bei mir, blau eingekreist den Tag des Webinars. Und man sieht, dass an den nächsten Tagen der DAX eher seitwärts gelaufen ist, um dann wieder etwas anzusteigen. Und dann wurde auch das Limit für unsere Short Order bei 12.400 ausgeführt. Das heißt, bei 12.400 sind wir in den Trade eingestiegen Anfang Juli. Ich versuche das mal mit der Maus hier abzufahren. Da sieht man ja, dass die Marke getriggert wurde. Aber entgegen unserer Meinung ging es zunächst einmal weiter aufwärts mit dem DAX. Und Sie sehen, oben haben wir den Stopp liegen bei 12.850. Dieser wurde auch noch nicht erreicht, auch noch nicht überschritten. Das heißt, wir sind momentan weiterhin investiert. Und auf der Unterseite stehen weiterhin die Ziele. Die ersten beiden Ziele habe ich mal eingetragen mit 12.100 und 12.000 Punkten. Und ja, momentan, wie gesagt, liegen wir mit der Position leicht im Minus. Und Stefan, ich würde vielleicht jetzt auch kurz mal zu dir übergeben, dass du noch mal ein paar Worte zum DAX sagen kannst, wie es dort momentan aussieht. Sollten wir den Stopp ja wahrscheinlich nicht nachziehen, aber macht es jetzt noch Sinn einzusteigen auf der Short-Seite? Oder wie siehst du dort momentan die Gemengelage? Denkst du eher, der Markt steigt jetzt eher oder stehen die Chancen für Short noch gut? Ja, hallo nochmal von meiner Seite. Ich habe hier zunächst mal die Saisonalität eingeblendet vom DAX. Da sieht man dann, also das ist jetzt zurückberechnet seit 1980, da sieht man, dass der August und der September die beiden mit Abstand schlechtesten Börsenmonate sind und eben bei der so langen Rückbetrachtung ist der Juli, bringt noch ein positives Ergebnis hervor. Insofern hat die Bewegung vom Juli jetzt nur bedingt überrascht. Ich habe da noch eine andere Berechnung. Wenn ich da jetzt beispielsweise nur bis 2000 zurückgehe, dann hat sich das Bild im Sommer etwas mehr geändert. Da macht so eine Sell-in-May-Strategie dann auch mehr Sinn. Was aber geblieben ist, ist der August und der September, die beide sehr, sehr negativ sind. Und da sieht man auch, dass der Juli so ein klein wenig ins negative Terrain abgerutscht ist. Und daraus lässt sich einfach schließen, wenn ich jetzt die lang und die eher, naja, nennen wir es mal mittelfristige bis 2000, die Betrachtung mir anschaue, bietet sich der Juli an, sich für diese schlechten Börsenmonate gut zu positionieren. Und das haben wir eben auch getan. Wie gesagt, in der näheren Vergangenheit war es eben so, dass der Juli sich da Anfang Juli schon angeboten hat und der Rest des Julis ist dann eher in den negativen Bereich gerutscht. Jetzt haben wir in dem Jahr einen etwas festeren Juli gehabt. Dafür dürfte aber der August und der September dann entsprechend schlecht werden.
Also fundamentale Rahmendaten gibt es da auch zu Genüge. Da haben wir auf der einen Seite dann jetzt das letzte Quartal ist so lala gelaufen. Manche Unternehmen waren besser, manche schlechter. Es ist allerdings in der Summe nicht komplett überzeugend und das ist auch so eine jährliche Tendenz, wieso dann eben mit dem Ausblick dann auf das dritte Quartal oder wie sich das dann präsentiert, da hat man schon die ersten negativen Impulse dabei. Wir haben Handelskrieg momentan, da gibt es nachher auch noch eine Entscheidung, was da zwischen Juncker und Trump besprochen worden ist. Momentan reden die beiden offensichtlich noch. Aber auch dieses Thema solle belastend wirken. Dann haben wir auf der anderen Seite den Streit mit dem Iran, zwischen den USA und dem Iran. Und wenn der Iran dann wirklich die Straße von Hormuz sperren würde, dann würde der Ölpreis entsprechend stark nach oben schnellen, würde auch die weltweite Konjunktur dann ein Stück weit abwürgen. Auch das spricht eben für einen negativen August und September. Es gibt genügend Faktoren jetzt von der fundamentalen Seite. Von der technischen Seite ist es so, wenn man es wirklich jetzt klassisch technisch mit Formationen betrachtet, dann könnten wir hier in den vergangenen Monaten so eine obere Kopf-Schulter-Formation ausgebildet haben. Die hatte ich das letzte Mal noch nicht vorgestellt. Die blaue Linie hier unten ist die Nackenlinie und wenn die wirklich nach unten durchbrochen wird und dann stehen wir vor einer etwas größeren Korrektur, dann dürfte wahrscheinlich auch diese Unterstützungszone bei rund 10.800 Punkten nicht mehr halten. Da hat sich der DAX im Vorfeld der US-Wahl im Jahr 2016 aufgehalten und ist danach mit Schwung nach oben ausgebrochen. Wie gesagt, auch das Chartbild jetzt hier, das längerfristige, sieht nicht mehr sehr positiv aus. Und jetzt betrachten wir uns hier noch den kurzfristigen Abschnitt in Form des Stundencharts. Da ist jetzt ein Handelsbalken, eine Kerze ist eine Handelsstunde. Geht trotzdem hier noch zurück bis März eben. Und da haben wir immer wieder kleinere Trends, die dann über einige Tage bis Wochen sich hinziehen. Auf der einen Seite haben wir diesen breiten Abwärtstrend. Da ist der DAX jetzt nicht mehr an die obere Begrenzungslinie herangelaufen, was ein negatives Zeichen ist. Und aus diesem, naja, also schwach ausgeprägten Aufwärtstrend sind wir jetzt auch nach unten ausgebrochen. Ob die letzte Bewegung da so eine Art Pullback-Reaktion darstellt oder nicht, auf Stundenebene funktioniert das eh nur bedingt. Was aber interessant ist, dass wir halt in letzter Zeit Aufwärtsdruck zu kämpfen haben. Diese aufwärtsgerichtete Dynamik ist völlig eingeschlafen und deswegen ist davon auszugehen, als nächstes dieses letzte Zwischentief hier bei rund 12.470, 80 wahrscheinlich wird es liegen, wenn es unerschritten wird und dann sollte der Kurs eben weitere Tendenz nach unten aufbauen. Und dann sind wir hier relativ schnell bei der 12.100, die dann hier im Stundenchart noch als Unterstützung zu sehen sind. Und wenn ich mir das dann wieder eben Tageschart anschaue, dann liegt die 12.100 eben hier und damit knapp unterhalb dieses Aufwärtstrendkanals beziehungsweise unterhalb dieser Unterseite des Aufwärtstrendkanals, sodass ich dann schon einen Trendbruch habe. Das bedeutet, würde dieses Tief wirklich getestet werden, dann habe ich ein erstes Anzeichen für eine Trendwende und dann ist der Weg auch bis zu dieser Nackenlinie nicht mehr weit. Also die technischen Signale sprechen auch eher für eine weitere Abschwächung und dann eben jetzt in der Summe fundamentale Rahmendaten, die Saisonalität und die Charttechnik ist alles wirklich eher bedenklich, sodass ich an der Short-Position weiterhin festhalten würde. Am Stoppkurs würde ich noch keine Änderung vornehmen. Das würde ich dann erst machen, wenn, wie gesagt, dieses Zwischentief bei 12.100 unterschritten wird. Dann würde ich anfangen, auch am Stoppkurs zu arbeiten. Gut. Das wäre es so zum DAX von meiner Seite und jetzt übergebe ich dann an den Ingmar nochmal. Super, danke Stefan. Wir werden ja sowieso den DAX immer wieder hier betreuen und uns anschauen. Von daher können wir dann darauf reagieren und den Stopp, sollte ja vorher nicht ausgeführt werden, dann entsprechend nachziehen oder eben neue Strategie vorstellen. Ich musste gerade lachen, während der Stefan geredet hat. Ich habe eben das Wetter so hoch gelobt, dass hier es so heiß ist und ich hatte den Satz kaum zu Ende gesprochen. Geht es auf einmal hier mit Gewitter los und es regnet und donnert. Also ist schon lustig. Es ist fast wie eine Börse, wenn man denkt, es steigt immer weiter. Dann kriegt man eins auf die Mütze, wenn man denkt, es fällt immer weiter, dann tritt genau das Gegenteil ein. Ist ja oft so im Sentiment, da werden wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen kommen, dass Sentiment ja ein guter Kontraindikator ist. Ist witzigerweise jetzt gerade wie beim Wetter, wo ich eben noch, wie gesagt, gesagt habe und Alex auch, dass es hier so warm und heiß ist in Frankfurt und
Kurze Zeit später, 2 Minuten später, tritt genau das Gegenteil ein. So, wollen wir dann noch auf die zweite Strategie schauen. Das war auf das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar, ebenfalls vom 27.06. Hier hatten die Vorfilter vom René angezeigt, dass wir einen Long-Einstieg suchen sollten. Und laut Stefan sollten wir abwarten, bis es ein neues Zwischenhoch gibt, mit einem Stop-Buy bei 1,33500 einsteigen, mit den Zielen bei 1,35, 1,37, 1,40 und 1,44 und einem Stopp bei 1,3050. Sie sehen schon, dass ich das rot markiert habe, denn leider wurden wir auch ausgestoppt. Wenn wir uns das Ganze im Chart mal anschauen, wir sehen hier diese rote Kerze, das war der Tag des Webinars. Da wollten wir natürlich nicht in dieses fallende Messer greifen mit der Long-Strategie und haben gesagt, wir wollen eben warten, bis dieses letzte Zwischenhoch überschritten wird und dann erst uns auf der Long-Seite positionieren. Beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar haben wir also bei 1,335 den Stop-Buy platziert für den Long. Ja, und das passiert eben auch leider im Trading. Wir sind ausgeführt worden und kurz Zeit später oder direkt danach eigentlich schon, lief die Position gegen uns und das letzte Zwischentief wurde unterschritten, sodass wir dann auch aus der Position rausgeflogen sind. Wir werden aber natürlich auch das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar weiterhin beobachten und sollte es dort neue Strategie geben, werden wir die hier entsprechend im Webinar natürlich verkünden und kundtun. Wollen wir jetzt also zum Ausblick kommen, das war jetzt der Rückblick auf die beiden Strategien vom letzten Webinar. Schauen wir also auf den Ausblick von heute, was wir heute machen wollen. Und vorweg noch kurz nochmal die Anmerkung. Die meisten von Ihnen wissen das ja mittlerweile. Wir arbeiten in der Regel immer so, weil wir sagen, Charttechnik alleine funktioniert nicht. Charttechnik kann man als Timing-Instrument benutzen. Aber es macht natürlich Sinn, vorher zu schauen durch gewisse Vorfilter, ob ein Markt überhaupt auf der Long- oder auf der Short-Seite momentan interessant ist. Was bringt uns das, wenn die fundamentalen Gegebenheiten in einem Rohstoff ganz klar zeigen, es müsste einen Long-Einstieg geben. Wir müssen uns auf der Long-Seite positionieren, aber ich versuche die ganze Zeit immer Short zu gehen. Das machen wir genau eben nicht. Wenn wir die Vorfilter uns anzeigen, wir sollten uns Long positionieren, dann suchen wir durch die Charttechnik, durch das Timing eben einen Long-Einstieg. Und wenn uns die fundamentalen Gegebenheiten, also die Vorfilter, die wir benutzen, eher einen Short-Einstieg anzeigen, dann suchen wir dementsprechend durch die Charttechnik einen Short-Einstieg. Anders wäre es für uns zumindest unserer Meinung nach nicht profitabel, das Ganze langfristig das zu betreiben. Sie können ja mal selber darüber nachdenken, wer von Ihnen nur Charttechnik betreibt, wie erfolgreich das war, wie profitabel war das in den letzten Jahren, wie hat es funktioniert. Es gibt immer Phasen, wo das sehr einfach ist, wo man auch einfache Indikatoren nehmen kann, die funktionieren. Aber in der Regel ist das nicht von dauerhaften Erfolg gekrönt. Von daher schauen Sie sich einfach mal verschiedene Vorfilter an. Sie bekommen ja hier immer mit, was wir machen. Sie müssen ja auch nicht alles eins zu eins übernehmen. Aber vielleicht ist das ein oder andere dabei, wo Sie sagen, ja, das klingt gut. Das schaue ich mir mal genauer an. Darauf werde ich mal mein Augenmerk auch mal legen. Und die Vorfilter, die wir benutzen, ist zum einen immer die Saisonalität, das Sentiment und den Commitments of Traders Report. Wir wollen jetzt hier mal anfangen. Die erste Strategie stellen wir auf Gold vor und wollen uns mal anschauen, wie die Saisonalität bei Gold eigentlich aussieht. Was sehen wir hier? Wir sehen einen saisonalen Goldchart, was ja nur eine Durchschnittsbetrachtung ist. Ganz klar, es wird natürlich nicht in jedem Jahr so eintreten. Es geht nur darum zu sehen, ob es Muster erkennbar sind, ob es eine gewisse Regelmäßigkeit gibt im Markt. Und erkennen oder zu erkennen ist, dass gerade der August und der September die beiden stärksten Monate bei Gold sind. Also, wie gesagt, Durchschnittsbetrachtung nur. Aber es ist damit zu rechnen, dass gerade im August und im September der Goldpreis anziehen sollte. Ja, das hat natürlich auch oftmals einen gewissen Hintergrund, warum das so ist, warum auf einmal die Nachfrage in gewissen Monaten größer ist als in anderen Monaten. Zum Beispiel gibt es in Indien ja die Hochzeitssaison, wo sehr viel Gold verschenkt wird. Und das hat zum Beispiel einen Effekt auf den Goldpreis. Weil gerade in Indien ist es immer noch so, dass gerade dem Brautpaar dann sehr, sehr viel Gold geschenkt wird von der Familie, von Bekannten und so weiter und so fort. Das heißt, die Goldnachfrage zieht in diesen Monaten deutlich an. Und das erkennt man eben auch in solchen Saisonalitäten. Und jetzt wollen wir eben festhalten, dass eben der August, in dem wir jetzt hereinlaufen, der Juli eigentlich auch schon, war Geschichte. Aber wenn wir sagen, jetzt fangen zwei sehr, sehr starke Monate an für Gold, sollten wir uns also im Kopf behalten, dass wir sagen, diese Saisonalität zeigt uns an, dass wir uns eher auf der Long-Seite positionieren sollten, dass wir eben einen Long-Einstieg suchen sollten, wenn zum Beispiel ein gewisses Zwischenhoch überschritten wurde oder wenn wir an einer wichtigen Unterstützung sind, können wir dann eben sagen, okay, hier macht Sinn, hier scheint wieder die Nachfrageüberhang einzutreten und wir wollen uns dementsprechend dann mit einem Long-Produkt hier positionieren.
Das zweite ist das Sentiment. Ich hatte es ja eben schon spaßeshalber auch mit dem Wetter verglichen, kurz nachdem ich gesagt habe, dass es so schön sonnig ist. Fing ja das Gewitter an. Es wird auch immer schlimmer gerade. Und das ist genau ähnlich, wie es auch am Markt der Fall ist. Weil was kann man tendenziell erkennen? Man erkennt tendenziell, wenn die Marktteilnehmer sehr, sehr optimistisch sind, exzessiv optimistisch, wie es hier steht, dass kurz danach die Märkte anfangen, genau in das Gegenteil umzudrehen. Oder wenn die Marktteilnehmer sehr, sehr pessimistisch sind, findet der Markt tendenziell irgendwann einen Boden und steigt dann wieder an. Warum ist das so? Ganz einfach. Wenn ich jetzt 100 Leute befragen würde, wie steht ihr zu Gold? Glaubt ihr, es steigt oder es fällt? Und jetzt würden 95% der Leute sagen, wir gehen davon aus, es steigt. Dann ist ja tendenziell davon auszugehen, dass die Marktteilnehmer, diese 95, schon auf der Long-Seite unterwegs sind, wenn die eben davon ausgehen, dass es weiter steigen sollte. So, das heißt, nur noch 5% der 100, also 5 Leute, wären überhaupt noch in der Lage, den Goldpreis nach oben zu drücken, also Nachfrage zu generieren. Also, was passiert? Es gibt nicht mehr genügend Käufer und irgendwann dreht sich das Ganze um. Und sobald eine wichtige Unterstützung zum Beispiel gebrochen wird, fangen die 95%, die schon im Long unterwegs waren und eventuell schon Gewinne angehäuft haben, fangen an zu verkaufen oder sogar short zu gehen, drehen also ihre Position und auf einmal kippt der Markt sukzessive weg. Genauso ist es, wenn die Marktteilnehmer sehr, sehr pessimistisch sind. Hier sieht man es ja zum Beispiel bei Gold. Die Marktteilnehmer gehen momentan davon aus, dass der Goldpreis immer weiter fällt. Ist natürlich dem geschuldet, dass der Goldpreis in den letzten Wochen wieder deutlich unter Druck kam. Also gehen viele Marktteilnehmer davon aus, dass der Goldpreis weiterfällt. Ja, das ist auch momentan noch der Fall. Aber wie gesagt, wenn die meisten dann schon auf der Short-Seite unterwegs sind, ist halt die Frage, wie lange geht das noch und wann fängt das Ganze an zu drehen. Man sieht das, ich hoffe, Sie sehen meine Maus, wie ich das hier abfahre. Hier zum Beispiel, die Marktteilnehmer waren sehr, sehr pessimistisch. Was ist passiert? Der Goldpreis hat einen Boden gefunden und konnte daraufhin wieder ansteigen. Was war zum Beispiel hier 2011 der Fall, als wir das Hoch im Gold markiert haben? Die Marktteilnehmer waren sehr, sehr optimistisch. Es ging zwar schon längere Zeit so, dass die optimistisch waren, aber was ist danach passiert? Goldpreis kam deutlich unter Druck. Und Sie können ja mal das abfahren selber. Sie sehen ja, auch hier zum Beispiel, Marktteilnehmer waren sehr, sehr optimistisch. Und danach gab es zumindest erstmal eine Konsolidierung. Es ist nicht direkt weiter angestiegen. Und erst als die Marktteilnehmer wieder oder als das Sentiment erst wieder in ein normales Mittelmaß gefallen ist, erst dann kam die nächste Aufwärtsbewegung. Es ist in der Regel nicht so, dass man sagen kann, die Marktteilnehmer weiter. Das ist also der nächste Indikator, den wir uns angeschaut haben. Auch der zeigt uns eben an, dass wir uns einen Long-Einstieg suchen sollten. Das dritte sind die COT-Daten. Dort schauen wir immer auf die Commercials, also die großen Marktteilnehmer am Markt, die den Markt nur dafür nutzen, um sich eben abzusichern gegen ihre eigene Produktion. Als Beispiel sind hier Abnehmer und Produzenten in der Regel tätig. Man kann sich das immer ganz gut, gerade bei WTI zum Beispiel, bei Rohöl kann man sich das immer ganz gut vergegenwärtigen. Nehmen wir an, Sie sind Produzent von Rohöl, Sie sind Shell oder wer auch immer und Sie bauen Rohöl ab und wollen das verkaufen. Wenn also Rohöl sehr stark gestiegen ist, was machen Sie? Sie verkaufen also jetzt schon Kontrakte in der Zukunft auf Zeit sozusagen, weil Sie den Preis festschreiben wollen. Auf der anderen Seite, wenn Sie zum Beispiel eine Airline sind, nehmen wir mal einfach Lufthansa als Beispiel und der Ölpreis ist im Keller. Was machen Sie? Sie versuchen jetzt so viel wie möglich einzukaufen, weil Sie sagen, Sie gehen davon aus, dass der Ölpreis auch mal wieder ansteigen wird. Also fangen Sie an, Öl einzusammeln. Und was wir hier sehen können, ist die Nettopositionierung dieser Commercials, dieser großen Marktteilnehmer. Und hier achten wir eigentlich in der Regel immer auf Extremsituationen. Das ist zum Beispiel hier der Fall gewesen. 2015 haben wir gesehen, dass die Commercials in der Summe fast netto long waren. Also Sie sehen ja, dass eigentlich immer die Nettopositionierung immer short ist. Hier sehen Sie ja minus 100.000 Kontrakte, minus 200.000 Kontrakte, minus 300.000 Kontrakte. Und man sieht, dass hier die Marktteilnehmer sich in der Summe fast netto long positioniert haben. Das war eine außergewöhnliche Situation bei Gold, dass die Commercials sich so positionieren. Und dort wurde auch dann der Boden gefunden und der Goldpreis angestiegen. Momentan kann man jetzt nicht sagen, dass wir unbedingt dass es ein bullisches Signal ist, aber es geht zumindest in die Richtung. Man sieht ja, dass die Commercials in der Summe sich immer mehr Richtung Netto Long, sage ich mal,
insgesamt positioniert sind. Momentan ist die Kontraktzahl minus 73.635 Kontrakte. Aber man kann eben, wenn man das jetzt mal rückbetrachtet, sehen, dass wir in einer solchen Situation kurz danach eigentlich mit einem Aufschwung im Gold zu rechnen hatten. Ist jetzt noch kein wirkliches bullisches Signal. Ich würde eher sagen, das ist ein Signal, wo wir noch warten müssen. Aber wenn wir uns die beiden vorigen Signale angeschaut haben, das Sentiment und die Saisonalität, die klar für einen Aufwärtstrend in den nächsten Wochen und Monaten sprechen, gerade für die nächsten 2 Monate, dann kann man so einen Indikator wie jetzt die COT-Daten, was ja auch kein perfektes Timing-Instrument ist, genau wie die anderen beiden Indikatoren übrigens auch nicht. Es geht nicht darum, ein perfektes Timing zu haben. Es geht nur darum, sich ein grundsätzliches Bild zu machen. Und wenn Sie zum Beispiel mal schauen, wir sind hier, wie gesagt, bei minus 100.000 Kontrakten, etwas weniger, ja. Das hatten wir zum Beispiel hier 2008 mal. Und was danach passiert, der Goldpreis konnte deutlich aufwerten. Also ich würde es mal seitwärts bis bullig als seitwärts bis bullisches Signal auswerten wollen. Also sagen wir mal, wir haben 2 ganz klare Long-Signale plus die COT-Daten, die uns anzeigen, wir sollten eher seitwärts aufwärts laufen. Also ist das Fazit, wir sollten einen Long-Einstieg suchen. Und Stefan, ich würde jetzt zu dir übergeben, dass du wieder ein charttechnisches Signal suchst, wann wir uns eben auf der Long-Seite positionieren können. Und dann werden wir eben wieder einen Stoppkurs auch haben. Wir werden ein Ziel haben oder verschiedene Ziele und ein entsprechendes Einstiegssignal. Jawohl. Und wie immer beginne ich an dieser Stelle mit einer langfristigen Betrachtung. Langfristig insofern, als dass ich weiß, wo meine übergeordneten Trends herkommen. Und das verliert man gerne mal im Überblick, wenn man einfach nur die Charttechnik jetzt auf die letzten 2 Jahre anwendet oder 3 Jahre. Da gibt es dann in der Vergangenheit doch markante Hochs oder Tiefs oder irgendwelche Trends, die man dabei gerne übersieht. Und deswegen wird es dann halt interessant. In dem Fall haben wir hier 2 verschiedene Aufwärtstrends. Den einen, den gestrichelten hier, der ist schon Anfang des Jahrtausends begonnen worden. Und dann haben wir, also einige natürlich durchbrochen worden, und dann haben wir hier einen, der ist seit 2006 existent, und auch den haben wir jetzt leicht nach unten unterschritten. Das heißt, von der langfristigen Betrachtung wird es langsam kritisch. Allerdings würde ich diesen Ausbruch nach unten noch nicht auf langfristiger Ebene eben als nachhaltig bezeichnen, sondern da besteht eben noch die Möglichkeit, dass es ein klassisches Fehlsignal ist, eine Bärenfalle, wie man das auch bezeichnet. Und deswegen schauen wir uns das Ganze dann nochmal eine Ebene tiefer an. Das ist jetzt hier der Tageschart. Und hier sieht man eben die beiden Linien. Das hier, diese Linie hier ist eben die Anfang des Jahrtausends gestattet ist, und diese andere Linie hier, die ist eben im Jahr 2006 gestattet, und die haben wir, wie gesagt, jetzt unterschritten. Und jetzt ist eben die Frage, wir haben ja auf Tagesebene so eine ganz leicht positive Divergenz, wir haben hier im MACD auf Tagesbasis gleichbleibende Tiefpunkte, während der Goldpreis eben hier weiter fallende Tiefpunkte hat. Das ist ein ganz leicht positives Signal, das eben darauf hindeutet, es könnte sich bei dieser Bewegung hier um ein Fehlsignal handeln. Dazu müsste jetzt allerdings der Goldpreis rasch wieder über die Trendlinie ansteigen. Und jetzt in die Position einzusteigen ist etwas gefährlich, weil, wie gesagt, wir haben nur dieses ganz leichte positive Signal, diese positive Divergenz hier auf der Tagesebene, und ansonsten mangelt es da noch so ein bisschen an Signalen, wo darauf hindeuten, dass es eine Wende nach oben geben könnte. Denn die Gefahr ist ja mit den Trendbrüchen auch da, dass der Kurs weiter nach unten zeigt. Ist momentan etwas wenig verständlich, weil Gold ist in der Regel immer eine Art Krisenwährung. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, mit den verschiedenen Krisen, die durch den US-Präsidenten heraufbeschworen worden sind, sollte Gold eigentlich gefragt sein als sicherer Hafen. Ist es allerdings gerade nicht. Im Gegenteil, zeigt nach unten. Und deswegen bin ich da auch mal gespannt, ob das wirklich alles so fundamental richtig ist, was da passiert, oder ob da vielleicht irgendwo der Goldpreis kurzfristig ein bisschen gedrückt wird und man kann da später dann wieder höhere Kursniveaus erreichen. Also wie gesagt, hier ist ein ganz leichtes Signal drin, das eben darauf hindeutet, es könnte sich um ein Fehlsignal, um einen fehlerhaften Ausbruch nach unten handeln. Interessant wird es dann aber erst, wenn wirklich diese
Trendlinie, dieser langfristig Abwärtstrend überwunden wird, beziehungsweise wir haben hier noch ein kleines Zwischentief drin, das sieht man jetzt gleich dann im Intraday-Chart und daran würde ich dann auch eine Kaufbedingung festmachen wollen. Jetzt gehen wir gleich in die Stundenebene rein und da sieht man eben, ja, wie sich der Goldpreis jetzt die letzten, ja gut, 2 Monate entwickelt hat, eben auf Stundenbasis. Und was hier eben interessant ist, ich erkläre es immer wieder gerne, ist, ich habe einen Abwärtstrend, wenn ich eben fallende Hochpunkte habe. Ich habe hier eben fallende Hochpunkte, die nicht überwunden worden sind irgendwo bis dahin und habe jetzt hier im Prinzip damit das erste Trendwendesignal drin. Das ist auf Stundenebene, das ist noch nicht so ausgeprägt. Und ich habe dann im Gegenzug mit dem neueren Tief, das hat die letzten Tiefs dann auch nicht mehr unterschritten und das letzte da eben auch. Das ist dann ein Signal auf Stundenebene, dass ein Trendwechsel nach oben bevorsteht. Und deswegen wäre es eben interessant, wenn der Kurs dieses letzte Hoch hier überwinden würde, dann würde sich eben der Aufbau einer Short-Position anbieten. Das wäre bei rund 1238, eben knapp darüber. Ich mache die Long-Position, Stefan, ne? Eine Long-Position, ja, genau. Ich mache die Marken ja nie genau in den Hochpunkten oder Tiefpunkten, auch im Stoppkurs nie genau im Tiefpunkt, sondern da kommt immer ein kleiner Puffer dazwischen rein und deswegen die 12.000, das ist ja schon wieder 12.000, die 1238 als Triggermarke für eine Long-Position, also in dem Fall eine Stop-Buy-Order. Wir gehen erst rein, wenn diese Region überwunden worden ist. Nach unten hin dann der Stoppkurs knapp unter diesem letzten Zwischentief bei rund, also das letzte Zwischentief war hier bei rund 1211 und ich würde eben dann die 1205 nehmen als Stoppkurs eben knapp darunter. Bedeutet auch, dass wir da nicht, sollte der Kurs hier wirklich nochmal nach unten kommen und innerhalb des Tages mal einen kurzen Ausreißer nach unten machen, dass wir da nicht Gefahr laufen, dann unglücklich ausgestoppt zu werden. Deswegen, wie gesagt, auch dieser Puffer beim Stoppkurs. Und dann nach oben hin, wenn denn wirklich dieses Niveau hier überwunden wird, dann haben wir nach oben hin das nächste Kursziel irgendwo im Bereich dieses Hochs, was wir hier im Juli hatten, wurde auch im Juni einigermaßen bestätigt, da sind wir in der Region um rund 1265. Dann im weiteren Verlauf, man sieht es hier noch ganz leicht hier im Juni, die 1300, da gehen wir dann eben eine Ebene höher nochmal, um das besser betrachten zu können. Wie gesagt, hier diese Zwischenspitze, das waren die 1265. Dann sind wir in der Region um 1300, wo sich hier zunächst eine Unterstützung ergeben hat, dann ein Widerstand nach oben. Das wurde in der Vergangenheit immer wieder, also diese Marke wurde immer wieder oder diese Region immer wieder bestätigt und getestet. Deswegen ist das ein ganz markantes Kursziel, die 1300. Im weiteren Verlauf wären wir dann aber auch relativ schnell schon bei den 1370. Das haben wir auch hier im Jahr 2016 nochmal die Region getestet. Und dann, wenn es dann wirklich nach oben geht, dann müssen wir dann schon wieder ins langfristige Bild reingehen, denn dann sind wir irgendwo in der Region um 1540. Das wäre eben hier die Region, wo hier im Jahr 2011 zunächst als Widerstand bestätigt worden ist und dann im weiteren Verlauf 2011, 2012 als Unterstützung. Das wären so die Ziele, ja. Wenn ich kurz unterbrechen darf, ganz kurz, weil ich glaube, das ist ganz schön, jetzt mal zu zeigen anhand deines Charts da, was ich anfangs gesagt habe, dass es Sinn macht, sich eben diese Vorfilter anzuschauen, nicht nur auf die Charttechnik. Wenn wir jetzt nur auf die Charttechnik gucken würden, müsste man ja sagen, okay, jetzt muss man sich auf jeden Fall short positionieren, weil dieser Aufwärtstrend, den du eingezeichnet hast, durchbrochen wurde. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, wenn wir eben beides kombinieren, haben wir genau den Fall, es sieht übergeordnet long aus und jetzt gibt es vielleicht eine Bärenfalle, so die alle, die jetzt short gegangen sind, nur aufgrund der Charttechnik, die werden rausgehen, wenn wir eben wieder über den Aufwärtstrend ansteigen und auf einmal sind wir genau in der richtigen Richtung positioniert und alle die nur darauf geachtet haben, haben im Endeffekt eins auf die Mütze bekommen. Ich glaube, das verdeutlicht das ganz gut, weil
Du hast ja gerade eine Einstiegsbedingung gegeben oder schon gesagt. Man sieht ja jetzt auch, man muss ja jetzt auch nicht blind reingehen einfach und sagen, ich gehe jetzt long, obwohl der Markt gerade charttechnisch eher short aussieht, sondern man wartet eben, bis gewisse Hochs zum Beispiel überschritten wurden oder ob der Markt an einer Unterstützung dreht. Und erst dann sozusagen kann man dann in den Markt einsteigen und ist dann vielleicht, also hoffen wir es ja, auf der richtigen Seite unterwegs. Das nur als Einschub kurz zwischendurch. Genau, das macht halt eben auch eine, ich nenne es mal, eine gewisse Erfahrung aus, die man dann eben im Laufe der Jahre aufbaut, wo man dann sagt, okay, ich habe jetzt zwar hier auf den ersten Blick einen Trendbruch, jetzt schaue ich mir aber weitere Details an, um dann beurteilen zu können, ist dieser wirklich aussagekräftig, sprechen da mehr Signale dafür als jetzt nur der reine Chart, oder gibt es andere Signale, die eben darauf hindeuten, das könnte ein Fehlsignal sein. Wir hatten, ja, im Prinzip die letzten 10 Jahre sind die Fehlsignale immer etwas ausgeprägter geworden. Also als ich angefangen habe zu traden, das war Anfang der 90er, da gab es so einen Computerhandel in der Form noch gar nicht. Da hat man mehr oder weniger die Trendlinie noch mit Bleistift gezeichnet. Und da gab es aber damals auch weniger Fehlsignale. Und jetzt, wie gesagt, die letzten Jahre ist das etwas vermehrt aufgetreten. Und deswegen ist es dann auch interessant, diese Signale dann nochmal anzuschauen, ob es sich wirklich um ein Fehlsignal handelt oder ob das tatsächlich jetzt ein Trendwendesignal darstellt. Und wenn ich, habe ich jetzt zwar nicht dabei, aber wenn ich mir da beispielsweise jetzt den Silberchart nochmal anschauen würde, wo eben auch eine hohe Korrelation zum Gold da ist, der notiert momentan noch klar über dieser Trendlinie. Und wie gesagt, auch der Goldpreis ist jetzt eben kurz darunter, könnte ein Fehlsignal sein. Wenn ich da andere Edelmetalle anschaue, ein Palladiumpreis oder ein Platinpreis, da könnte es kurzfristig auch eine Erholung geben. Das ist dann so eine kleine, naja, in der Market-Analyse innerhalb der Edelmetalle. Ja, ich habe schon die Gefahren angesprochen, die vorherrschen, was eben von der fundamentalen Seite auch zu einer Nachfrage von der Krisenwährung führen könnte. Ist alles nicht passiert, deswegen da ist momentan so ein bisschen, da trennt sich der Kursverlauf ein bisschen von den Rahmendaten und das soll auch nicht von langer Dauer sein. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, es gibt sehr viele Signale oder sehr viele, ja, Signale, die eben darauf hindeuten, es könnte sich um Fehlsignal handeln. Sicher ist es nicht. Sicher müsste man dann abwarten, bis eben der Kurs wieder über den Aufwärtstrend angestiegen ist. Deswegen die Stop-Buy-Order. Und bevor ich jetzt an den Alex übergebe, würde ich nochmal ganz kurz das Trading-Setup wiederholen. Also wie gesagt, Stop-Buy, wenn das letzte Zwischenhoch überwunden wird, Stop bei 1238, der Ausstieg knapp unter dem letzten Zwischentief bei 1205. Und dann habe ich die Ziele genannt, die 1265 und dann ganz markant die 1300, dann die 1370. Und würde auch diese Region dann überwunden werden, dann orientieren wir uns so langsam an den in Richtung der Allzeithochs, was wir 2011, 2012, so diese Region, was wir da erreicht hatten. Dann sind wir auch schon bei Zielen bei 1540 ungefähr, so als nächstes Ziel. Und bis dahin haben wir auf jeden Fall noch ein Webinar. Und deswegen würde ich da das Szenario jetzt momentan gar nicht weiter ausmalen, sondern würde mal schauen, geht der Trade auf und was macht man dann mit dem Stoppkurs? Und dann kann man immer noch schauen, wo sich neue Kursziele ergeben. Gut, das war es jetzt zum Gold von meiner Seite und jetzt würde ich an den Alex übergeben. Ja, Stefan, ich danke dir. Und damit wir auch das richtige Produkt zur Spekulation auf den Goldpreis finden, gibt es Emittenten wie die Société Générale, weil sie können sich natürlich auch, wenn sie auf einen steigenden Goldpreis spekulieren, auch bei ihrer Bank einen Goldbarren kaufen. Da haben sie doch das Problem, sie müssen den lagern, sie müssen den gegebenenfalls versichern. Und je nachdem, wie schnell sich der Goldpreis gerade bewegt, können Sie den Barren auch nicht ganz so schnell verkaufen. Wenn Sie all diese Nachteile ausgleichen möchten und keinen Wert darauf legen, eben ein physisches Stück Gold in der Hand zu halten, dann können Sie beispielsweise Turbos auf den Goldpreis kaufen. Mit Turbolongs spekulieren Sie eben auf einen steigenden Kurs beim Goldpreis und Sie können allerdings auch ausnocken und haben eine Hebelwirkung dabei. Um Ihnen das Ganze jetzt mal zu erklären, gehen wir nochmal auf das Setup vom Stefan ein. Ja, wir gehen long.
und wir müssen dazu einen Basispreis auswählen. Und der Basispreis vom Turbo ist der Preis, und wenn der Goldpreis unter diesen Preis zurückfällt, dann würde ihr Turbo ausnocken und wertlos verfallen. Und der Stefan hat davon gesprochen, dass wir hier einen ersten Stopp bei um die 1.205 US-Dollar wählen. Und am besten finden Sie einen solchen Turbo, wenn Sie auf unsere Homepage gehen, sg-zertifikate.de, und direkt hier oben finden Sie die Turbo-Schnellsuche und dort finden Sie auch direkt die Top-Basiswerte. Ganz oben steht der DAX, das wird sich, glaube ich, nie ändern, und dass der Goldpreis weit oben dabei steht, wird sich wahrscheinlich auch niemals ändern. Und dann finden Sie hier eine Auswahl an Endlos-Turbos und an Mini-Futures. Endlos-Turbos hatten wir in vergangenen Webinaren schon relativ häufig vorgestellt. Deswegen würde ich jetzt mal auf Mini-Future eingehen, weil diese nämlich zwei Vorteile haben, beziehungsweise zwei Unterschiede zu Endlos-Turbos, die sich jetzt gerade auf das gut anwenden lassen, was Stefan uns dargestellt hat. Wir haben jetzt hier die Suche nach Hebel. Wir können aber auch nach dem Basispreis suchen. Und wenn wir jetzt hier fangen, bei ruhig direkt mit diesem hier an, bei ruhig, der hat seinen Basispreis bei 1.200, und dann öffnen wir den einmal hier. So, und Sie sehen, wir haben jetzt hier einen Endlos-Turbo auf den Goldpreis, und Sie sehen auch, dass wir hier an der Seite den Stop-Loss haben, und weiter unten sehen wir, dass wir nicht nur den Stop-Loss, sondern auch einen Basispreis haben. Der ist jetzt in diesem Fall genau gleich groß, und ja, genau. Verzeihen Sie es mir bitte. Das ist nicht das, was ich Ihnen zeigen wollte. Ich wollte Ihnen den Mini-Future zeigen und nicht den Endlos-Turbo. Entschuldigen Sie bitte, deswegen fangen wir quasi an dieser Stelle nochmal von vorne an. Wir suchen den Mini-Future und nicht den Endlos-Turbo. Und suchen hier, genau, jetzt hat er es wieder zurückgeschaltet, das sollte natürlich nicht so sein. So, und dann wählen wir einmal diesen hier aus. Und dann sehen Sie hier unten, genau, Sie sehen hier oben einen Mini-Future, und Sie sehen, der hat einen Basispreis bei 1.198 Punkten und einen Stop-Loss bei 1.222 Punkten. Wo ist hier der Unterschied? Der Endlos-Turbo, das hatten wir ja eben gesehen, bei dem ist beides auf demselben Niveau. Das heißt, wenn Sie diese Schwelle erreichen, verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Der Mini-Future hat hier in Form des Stop-Losses einen sogenannten Sicherheitspuffer. Das heißt, sobald wir die 1.222,05 US-Dollar bei einer Feinunze Gold erreichen, knockt Ihr Turbo zwar aus, Sie erhalten allerdings nicht ein Zehntel Cent und damit de facto nichts zurückgezahlt, sondern Sie erhalten die Differenz vom Basispreis zum Stop-Loss, den wir tatsächlich realisiert haben. Da Gold ein sehr liquider Basiswert ist, sind die Gap-Risiken deutlich geringer, als es beispielsweise bei Aktien der Fall ist, weil Aktien schließen ja an dem einen Tag und eröffnen am anderen Tag immer auf einem anderen Niveau. Beim Gold ist es ja etwas fortlaufender, deswegen ist das sogenannte Gap-Risiko nicht so groß. Deswegen würde der Goldpreis jetzt unter die 1.222 fallen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir unser Gegengeschäft, was wir als Emittent ja immer machen, um Ihnen diese Produkte anbieten zu können, bei einem Kurs, der auf einem sehr, sehr engen Niveau nah an die 1.222,05 heranreicht, auflösen können, und Sie erhalten noch die Differenz zum Basispreis zurückbezahlt. Das heißt, Sie erleiden keinen richtigen Totalverlust, sondern bekommen noch etwas zurück. Vorteil für Sie ist, anstatt selbst einen Stopp zu setzen, machen wir das in dem Fall noch ein klein wenig für Sie. Und außerdem, Sie haben beim Turbo immer Finanzierungskosten dabei, und durch das Sie hier eben nicht einen ganz Totalverlust erleiden können, sind die Finanzierungskosten beim Mini-Future im Regelfall auch ein wenig geringer. Deswegen, das sollten Sie sich, wenn Sie auf einen steigenden Goldpreis spekulieren möchten, überlegen, nehme ich den Mini-Future oder nehme ich den Endlos-Turbo? Und ja, in dem Sinne war es dann auch schon wieder von meiner Seite. Lassen Sie mich noch kurz nachsehen, ob es noch Fragen gibt. Nein, haben wir im Moment bis jetzt noch keine, und dann würde ich vorschlagen, machen wir dann auch weiter mit Platin, unserem nächsten Basiswert. Genau, wollen wir auf den zweiten Wert schauen, Platin. Stefan hat es eben schon gesagt, es gibt in der Regel eine enge Korrelation zwischen den einzelnen Metallen, und von daher macht es jetzt auch Sinn, dass wir natürlich bei Platin auch eine entsprechende Long-Strategie vorstellen.
Aber wir wollen uns zunächst einmal die verschiedenen Vorfilter nochmal anschauen, wieder die Saisonalität, Sentiment und die CO2-Daten. Zunächst einmal die Saisonalität und was ist hier zu erkennen? Lustigerweise im Gegensatz zum Gold ist eher in den nächsten 3 Monaten noch mit einer Abschwächung zu rechnen und erst gegen Ende des Jahres bis in den, ja, bis dann in den Frühling rein. Im nächsten Jahr ist dann wieder mit einem deutlichen Aufschwung bei Platin zu rechnen. Einige von Ihnen kennen wahrscheinlich auch unseren saisonalen Platin-Trade, den wir immer im Dezember vorstellen, denn danach beginnt eine saisonale Stärkephase und dieser Trade geht mit einer sehr, sehr hohen Trefferwahrscheinlichkeit auf. Aber wir schauen jetzt auf das aktuelle Bild und momentan muss man sagen, rein saisonal gesehen müsste man sich eher auf der Short-Seite positionieren. Wir müssten also eher einen Short kaufen. Lustig. Gerade eben haben wir noch gesagt, wir haben eine hohe Korrelation und bei Gold haben wir genau das Gegenteil gesehen. Aber ist natürlich klar, dass es immer mal wieder in dem Jahr einzelne Monate gibt, wo das Ganze auseinanderdriftet. Das hat ganz einfach dann fundamentale Gründe. Ich hatte es ja eben schon mal angesprochen bei Gold, warum dann das eine Edelmetall eher gehandelt wird als das andere. Und wie gesagt, dementsprechend ist die Saisonalität hier eher noch abwärts gerichtet. Nichtsdestotrotz wollen wir mal weiterschauen, wie es hier mit dem Sentiment aussieht. Und man sieht eben aufgrund des Abverkaufs in den letzten Wochen und Monaten ist eben auch das Sentiment brutal eingebrochen. Also wenn wir uns mal einfach ein anderes Beispiel anschauen, wo wir so einen exzessiven Pessimismus hatten, sieht man eben auch hier, es gab einen totalen Abverkauf im Platinpreis oder im Platin. Das Sentiment war sehr, sehr pessimistisch. Und was ist passiert? Anschließend ist Platin ja, sehr stark angestiegen. Und natürlich gibt es auch andere Beispiele, wo das mal nicht funktioniert hat. Aber grundsätzlich ist eben zu erkennen, dass wenn das Sentiment sehr, sehr pessimistisch ist, dass danach die Märkte sich beruhigen. Ich hatte es eben ja schon mal angedeutet und daraufhin sogar eher ansteigen können. Ich fasse hier mal mit der Maus ab. Zum Beispiel 2012 war es ja auch der Fall. Wir kamen von einer klaren Abwärtsbewegung und danach kam es eben zu einer Beruhigung und der Platinpreis konnte ansteigen. Auch hier 2013. Platin gefallen, Sentiment sehr, sehr pessimistisch, Platin gestiegen. Auch hier Platin sehr, sehr stark gefallen. Was ist passiert? Genau, stark gefallen. Was passiert? Die Personen waren sehr, sehr pessimistisch. Dann zumindest ein leichter Anstieg. Es muss nicht so sein, dass es immer wie hier ist, wie hier am Anfang des Charts, dass danach der Platinpreis sich verdoppelt oder verdreifacht, sondern es geht in der Regel erstmal darum zu schauen, dass man vielleicht in eine Bodenbildung geht und dann, wenn es entsprechende Signale gibt, auch ein deutlicher Aufschwung wieder zu sehen ist. Und momentan sind wir eben in einer solchen Verfassung, das Sentiment ist sehr, sehr pessimistisch. Das heißt, das Sentiment zeigt uns an, wir sollten uns eher auf der Long-Seite positionieren. Also fassen wir bis hierhin mal zusammen, Saisonalität Short, Sentiment Long. Schauen wir jetzt noch auf die COT-Daten. Und da sehen wir eben einen besonderen Extremwert momentan. Wir sehen, dass die Commercials mittlerweile netto long positioniert sind. Das hat man in der ganzen Historie hier noch nie gesehen. Sie sehen ja hier einen Chart von 2007 oder 2008 an und man sieht, dass eben die Commercials netto nie long waren. Sondern was war hier, nachdem wir diesen Abverkauf gesehen haben, waren die Commercials, ich versuche gerade mal das einigermaßen abzulesen, na, kann man schwer erkennen, ich sage mal bei minus 5.000 Kontrakten wahrscheinlich. Und was ist danach passiert? Der Platinpreis ist sehr, sehr stark angestiegen. Dann hier sind wir immer wieder in diese Richtung gelaufen, waren wir wahrscheinlich bei so minus 10.000 Kontrakten. Was ist passiert? Zumindest konnte der Platinpreis leicht ansteigen. Momentan haben wir eben die Situation, das ist eine ganz außergewöhnliche Situation, dass die Commercials in der Summe netto long positioniert sind. Von daher ist das ein sehr, sehr starkes Signal und diese Gewichte, ich höre jetzt dieses und das Sentiment höher als die Saisonalität, sodass ich davon ausgehe, dass der Platinpreis in den kommenden Wochen eher zur Stärke tendieren sollte. Und von daher wollen wir uns einen Long-Einstieg suchen. Von daher, Stefan, soll es das auch schon mit Platin gewesen sein. Bin gespannt, wo eben sich Signale ergeben. Und ja, wir wollen jetzt versuchen, über die Charttechnik auch noch die Charttechnik auf unserer Seite zu bekommen. Denn dann haben wir eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Treffer auf der Long-Seite bekommen. Und Stefan, damit übergebe ich dir das Wort. Und ja, sollten zwischendurch Fragen aufgekommen sein. Alex hat es ja eben auch schon gefragt, dann können Sie natürlich gerne in den Chat schreiben, uns Fragen stellen, dann versuchen wir die noch am Ende zu beantworten. Genau, immer gerne, noch haben wir aber keine. Okay, also ich beginne auch beim Platinpreis zunächst mal mit der langfristigen Betrachtung. Jetzt sieht man hier auch wieder bis Anfang des Jahrtausends.
Und wir hatten da zunächst einen Aufwärtstrend ausgebildet, allerdings da zwischendrin dann auch mal ganz, ganz heftige Schwankungen. Und ja, als Krisenwährung irgendwo als Ersatz zu Gold oder sowas kann man diesen Aufwärtstrend, den wir hier nach der Finanzkrise hatten, dann auch irgendwo nachvollziehen. Seitdem geht es allerdings nach unten und wir haben hier einen langfristigen Abwärtstrendkanal. Was ich hier mit den gelben Kreisen eingezeichnet habe, das sind die saisonalen Trades, die wir jedes Jahr vorstellen zum Jahresende. Dabei eröffnet man im Dezember eine Long-Position und verkauft die dann gestaffelt im neuen Jahr, im Januar und teilweise sogar bis in den April hinein. Und interessanterweise bringt diese Strategie eine relativ hohe Trefferquote. Deswegen habe ich das hier mal deutlich gemacht. Ist jetzt allerdings heute nicht unser Thema, sondern da wird es eben interessant in Bezug auf diesen Abwärtstrend, den ich hier eingezeichnet habe, von dessen oberen Ende wir uns zuletzt wieder etwas entfernt haben. Und was hier auch interessant zu sehen ist, wir hatten beim Goldpreis über ein Fehlsignal nach unten gesprochen. Das gleiche hatten wir hier zu Jahresbeginn mit einem Fehlsignal nach oben. Sieht man gleich im Tageschart noch etwas besser, wo wir jetzt reingehen, genau. Und da hatten wir eben Anfang des Jahres, soweit geht der Chart jetzt nicht zurück, hatten wir da eben im Februar diese Bewegung nach oben, was dann ein klassisches Fehlsignal war. Gut, interessant ist der Kurs jetzt, weil wir deutlich zurückgekommen sind und wir haben auch hier im Prinzip sind das die Tiefpunkte sind ungefähr gleich. Wenn da hier fallende Tiefpunkte sind, haben wir auch beim Platinpreis ähnlich wie beim Goldpreis eine leicht positive Divergenz, was eben auch hier auf eine mögliche Erholung hindeutet. Doch auch hier würde ich zunächst weitere Signale abwarten, würde jetzt hier nicht in das momentan noch fallende Messer reingreifen, denn wir sind immer noch am oberen Ende dieses Abwärtstrendkanals und insofern hätten wir aus dieser Perspektive durchaus noch Potenzial nach unten. Deswegen würde ich wirklich noch warten, bis es weitere Signale gibt, die darauf hindeuten, dass eben die Erholung etwas ausgeprägter ist. Und dazu gehen wir dann auch schon in die Stundenebene rein, die ich immer ganz gerne fürs Timing dann verwende. Und da sieht man eben auch, ich habe es im Goldpreis vorhin auch schon erklärt, fallende und sind über das letzte Zwischenhoch sind wir mittlerweile angestiegen und haben seitdem auch hier steigende Tiefpunkte. Das ist ein Anzeichen eben auf Stundenebene für eine beginnende Trendwende und diese sollte sich dann auch im Tageschart dann irgendwann bemerkbar machen. Wie gesagt, ich habe gesagt, wir warten ab, bis es ein klares Kaufsignal gibt und deswegen würde ich auch so ein markantes Zwischenhoch, was wir hier auf Monatsebene eben hatten, da würde ich warten, bis wir da drüber gehen. Das Hoch war bei knapp unter 860 US-Dollar. Ich würde eben mit dem schon bereits erwähnten Puffer eben bei rund 865 US-Dollar, versuchen wir hier eine einigermaßen gerade Linie einzuziehen, da würde ich warten, bis wir drüber gehen, denn dann habe ich auch eben von den markanten Hochs dann, die sich auch im Tageschart zeigen, da eher ein Kaufsignal und dann wird es eben interessant, dann verdichten sich die Signale, dass wir hier weiter nach oben gehen können. Als Stop-Loss würde ich zunächst mal unter die letzten Tiefs gehen. Ich habe hier zum Monatsanfang ein Tief gehabt, da sind wir ganz knapp unter die 800 gerutscht und dann hatten wir hier am 19. noch einmal ein tieferes Tief. Da sind wir dann auch schon fast bis auf 790 gerutscht und das ist übrigens ein sehr schönes Beispiel dafür. Ich mache mal da ein paar Trendlinien weg, dann kann ich es besser erklären. Quasi platziert hätten. Ich würde nie runde Marken wählen, sondern immer etwas darunter. Dann wären wir hier unglücklich ausgestoppt worden. Hätten wir dann im Anschluss einen Stoppkurs an dieses Tief gelegt, wären wir hier am 19. unglücklich ausgestoppt worden. Das heißt, immer den Stoppkurs markant eben unter die Tiefs oder die runden Zahlen legen, sodass dann die Gefahr sinkt, dass man eben mit einem kurzen Tageshoch oder Tief dann unglücklich aus so einer Position
rausgestoppt wird. Okay, wie gesagt, zur Ermittlung der Kursziele gehe ich eine Ebene nach oben. Dieses Hoch, was ich gesagt habe, bei 865, wenn wir da drüber gehen, oder bei 860 ist das Hoch, bei 865 gehen wir rein. Da ist, würde sich dann ein sehr schönes Kaufsignal ergeben, das eben darauf hindeutet, dass wir zunächst dann weiter ansteigen könnten bis an die Unterseite hier. Diese Unterstützungswiderstandszone war mal eine Unterstützungszone. Jetzt dürfte es als Widerstand dann gelten. Dann sind wir so in der Region um 880 als nächstes Kursziel. Da gehe ich allerdings davon aus, wenn wir wirklich so weit ansteigen, dann dürfen wir auch die Region um 910, 920, also die Oberseite dieser Zone hier, erreichen und die bestätigen. Und würde der Kurs dann genügend Kraft haben, da nach oben weiterzugehen, dann kommen wir auch schon langsam im Bereich dieses Abwärtstrends, dieses langfristigen Abwärtstrends, der so bei, also wenn diese Bewegung so einigermaßen stimmt von der Zeitdauer her, dann wären wir da irgendwo bei 970 US-Dollar, wo der Trend dann verlaufen würde. Da müsste es dann natürlich einen entsprechenden Test geben, dieser Trendlinie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da gleich nach oben weggehen. Und würde dieser Aufwärtstrend wirklich nach oben durchbrochen werden, dann ergibt sich hier im Bereich dieser Hochpunkte, was wir so im Lauf der letzten Jahre hatten, so bei rund 1000, 30 etwa, das nächste markante Widerstandsziel. Und dann müsste man eben schauen, ist da noch genügend Kraft da oder handelt es sich sozusagen um ein sehr weites Fehlsignal, dass wir danach wieder unter die Trendlinie gehen. Also da würde ich dann noch einmal eine Rückbetrachtung machen und mir das dann genau ansehen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wenn dann die Kursziele erreicht werden, dass man dann sukzessive auch den Stoppkurs nachzieht. Aber bis dahin, denke ich mal, wird man auf jeden Fall das nächste oder sogar das übernächste Webinar noch haben. Weil Sie sehen hier unten ja jetzt vom Zeitraum, bis dieser Trend irgendwo erreichte, da sind wir schon im Bereich Ende September. Und bis dahin haben wir durchaus noch das eine oder andere Webinar. Gut, bevor ich dann heute letztmalig an den Alex übergebe, wiederhole ich auch dieses Trading-Setup nochmal. Stop bei 865, knapp über dem letzten markanten Zwischenhoch, den Ausstieg bei 790, eben knapp unter dem letzten Zwischentief und dann die Ziele 880, 910, 970, wo dann eben der Abwärtstrend verlaufen dürfte und dann bei einem Trendbruch als nächstes Ziel die 1030. So, das wäre es von meiner Seite und jetzt übergebe ich an den Alex. Stefan, ich danke dir und nehme mir den Bildschirm und dann sind wir auch schon hier, genau, wo wir eben auch schon mal waren, auf der Startseite unserer Homepage. Relativ viel von dem, was ich über Platin gesagt habe, gilt auch für Gold. Und ich bin eben auf diesen Unterschied zwischen Endlos Turbo und Mini Future eingegangen und möchte das hier an dieser Stelle dann nochmal so ein klein wenig weiter erläutern und habe Ihnen jetzt sozusagen schon ein klein wenig vorweggenommen und schon zwei Produkte ausgewählt. Da haben wir zum einen diesen Mini Future Long auf den Platinpreis. Was Sie hier finden wir dann vor allem nochmal diesen Hinweis darauf, dass wir hier eben ein Mini-Future haben, weil wir haben einen Stop-Loss und wir haben einen Basispreis, die nicht auf derselben Ebene liegen. Grund hierfür ist eben, dass wir diesen Sicherheitspuffer beim Platinpreis haben. Heißt, sinkt der Platinpreis unter 828,23 US-Dollar, würden Sie schon ausnocken, obwohl wir ja unseren Stop ursprünglich erst bei 790 wählen wollten. Wäre natürlich jetzt ein bisschen aggressiv eventuell dieses Produkt, allerdings erhalten Sie dann eben auch noch was zurückbezahlt, weil einen wirklichen Totalverlust, sprich die Rückzahlung eines Zettelcents, die würden Sie erst erreichen, wenn wir im Platinpreis vom Einschlag von 829, 830 auf unter 790 fallen würden. Und das ist doch mit einem einzigen Kurs doch relativ unwahrscheinlich. Ich hatte eben angesprochen, dass der Mini Future in den Finanzierungskosten her etwas günstiger ist, weil wir finanzieren ja nur bis zur Höhe des Basispreises. Das ist genau wie beim Endlos Turbo, da wir eben dieses Gap-Risiko nicht haben, was der Emittent trägt, beträgt die Finanzierungskosten hier 4,41% pro Jahr.
Woraus setzt sich das zusammen? Platin wird in US-Dollar gehandelt, deswegen haben wir auch den US-Dollar LIBOR als Basiszinssatz. Der beträgt derzeit 1,91% und da sehen Sie ja auch wieder den doch mittlerweile recht beachtlichen Unterschied an Zinsniveaus zwischen Deutschland bzw. zwischen Europa und den USA. Zusätzlich kommt hier noch eine Finanzierungsmarge drauf, die der Emittent berechnet. Das sind 2,5 Prozentpunkte und das wird aufaddiert. Und um 4,41% würde, beziehungsweise 4,41% betragen die Finanzierungskosten dieses Produktes pro Jahr. Konkret schlägt sich das insofern nieder, weil grundsätzlich hat der Mini-Future eine unbegrenzte Laufzeit, indem wir den Basispreis täglich anpassen, indem die 4,41 für jeden einzelnen Tag runtergebrochen werden und auf dem Basispreis dann entsprechend aufaddiert werden. Deswegen haben Sie hier mit den 789,47 auch so eine krumme Zahl. Morgen wird der ein bisschen höher sein, bei 790, 791 oder so. Wenn wir jedoch hingehen und jeden Tag den Basispreis anpassen und das Produkt sehr lange läuft, dann wären wir ja irgendwann auf dem Stop-Loss-Niveau und hätten ein Niveau erreicht, bei dem der Mini-Future seinen Vorteil, nämlich das Sicherheitspuffer, gar nicht mehr hat. Deswegen ist es so, der Basispreis wird aufgrund der Finanzierungskosten täglich angepasst. Der Stop-Loss, der wird einmal im Monat angepasst. Das hat nichts mit Finanzierungskosten zu tun, sondern der wird einfach deswegen hochgesetzt, damit Sie wieder so das in etwa gleiche Verhältnis vom Stop-Loss zu Ihrem Basispreis haben, was Sie ja auch anfangs eingehen wollten, als Sie das Produkt gekauft haben. Ich hatte es eben dargelegt, die 2,5% Finanzierungsmarge. Wir sehen uns dann im Vergleich dazu nämlich mal den Entos Turbo an. Und zwar ist das dieser hier. Und wenn wir uns hier mal ansehen, hier haben wir eine Finanzierungsmarge von 3%. Das heißt, der ist etwas teurer in der Finanzierung. Das liegt halt daran, dass der Stop-Loss und der Basispreis auf demselben Niveau liegen. Wie funktioniert das beim Emittenten? Warum haben wir ein höheres Risiko? Es ist so, wir kaufen grundsätzlich einen Platin-Kontrakt. Also wenn Sie den Turbo kaufen, dann kaufen wir den Platin-Kontrakt. Und je nachdem, wie sich der Platin-Kontrakt entwickelt, verändert sich ja auch der Preis des Turbos. Das heißt, steigt Platin, steigt auch Ihr Turbo. Fällt Platin, fällt Ihr Turbo. Wenn wir dann unter die 794 und knapp 60 fallen im Platin-Preis, dann würden auch wir hingehen und den Platin-Kontrakt entsprechend verkaufen. Jetzt ist es so, dass wir aber nicht jeden einzelnen Cent im Platin-Preis ticken, sondern es gibt ja auch Kurssprünge, die hin und wieder schon mal nach oben und nach unten ein bisschen weitergehen. Bei Rohstoffen ist das nicht so erheblich wie bei Aktien, das hatte ich eben angesprochen, aber auch bei Rohstoffen gibt es das eben. Sprich, wenn wir exakt 794 und 59 beim Platin-Preis oder 59,33 beim Platinpreis erreichen, dann knockt Ihr Turbo wertlos aus. Wir verkaufen unseren Kontrakt. Das heißt, wir sind den Kontrakt los, wir haben den Basispreis wieder drin und Ihr Turbo ist eben ausgenockt und Sie erleiden einen Totalverlust. Würde jedoch Platin von 794 und 65, dann ist das Produkt ja noch nicht ausgenockt, mit einem Kurs, mit einem Schlag beispielsweise auf 790 fallen, auch dann knockt Ihr Turbo aus, Sie erleiden einen Totalverlust und wir verkaufen unseren Platin-Kontrakt. Allerdings ist dann die Differenz von den knapp 4,60 Dollar zu dem, was wir tatsächlich erlösen, ist der Verlust, der beim Emittenten bleibt. Und aus diesem Grund haben Endlos-Turbos eine etwas höhere Finanzierungsmarge, weil wir im Vorhinein nicht immer wissen können, was heißt nicht immer, weil wir im Vorhinein nie wissen können, wie wir unseren Hedge am Ende wieder auflösen können. So viel dazu an dieser Stelle. Lassen Sie mich noch gerade sehen. Und genau, wir haben tatsächlich eine Frage. Und ich glaube, die Frage gilt dann eher an euch beide, Ingmar und Stefan. Wie weit sollte der Stop-Loss unter das letzte Tief gelegt werden? Eher 1%, eher 5%? Ich will euch die Antwort nicht vorwegnehmen, aber wahrscheinlich ist die, es kommt drauf an, oder?
Genau. Also es hängt natürlich vom Basiswert ab. Ich sage, wenn ich auf einen Bund-Future oder auf einen T-Bond-Future irgendwie einen Stoppkurs wähle, ist der in einer anderen Region, als wenn ich jetzt eine, keine Ahnung, eine Nvidia-Aktie nehmen würde oder irgendwie sowas. Ist abhängig von der Schwankungsbreite der Aktie. Also wenn man es ganz genau machen möchte, würde man sich das natürlich vorher erst mal ausrechnen, wie groß ist die Schwankungsbreite. Und genau, dann habe ich gesagt, nicht runde Marken. Also da würde ich auf jeden Fall mal 1, 2, 3 Dollar drunter gehen oder Euro, je nachdem, also wo der Kurs auch dann steht. Ist natürlich was anderes, wenn eine Aktie jetzt 1000 Dollar kostet, als wenn sie dann 20 Dollar kostet. Aber in der Regel, so als Faustformel für Aktienindizes, würde ich sagen, in den meisten Fällen liege ich da irgendwo von der Puffergröße zwischen 1 und 3%. Ja, damit hätten wir die eine Frage auch beantwortet. Letztendlich muss ja natürlich jeder die Entscheidung immer selbst treffen, was man für ein Chance-Risikoprofil hat. Aber ja, mit Stops zu arbeiten, wenn man tradet, bietet sich immer an. Ich werfe mal einen kurzen Blick auf die Uhr und es ist jetzt genau 20 Uhr. Von daher haben wir eine ziemliche Punktlandung hingelegt. Ingmar, Stefan, es hat wieder großen Spaß mit euch gemacht. Es war interessant. Und in ein paar Wochen seid ihr dann auch schon wieder da, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Für Sie zu Hause. Nächste Woche bin ich wieder da und habe dann den Nikolaus Nikolsius von Wikifolio zu Gast, bei dem wir mal so einen kleinen Rückblick auf das bisherige Jahr werfen und nicht nur die Social Trading Plattform Wikifolio selbst ein wenig vorstellen, sondern auch mal schauen, welche Wikifolio Trader und damit meinen wir jetzt nicht die Profis, sondern ganz normale Privatanleger, die ein Wikifolio führen. Wer war denn da wirklich erfolgreicher als der Markt? Wer hat den Markt outperformt? Wie sind diese Trader vorgegangen? Was haben die für Strategien? Und vor allem, wie können Sie als Anleger dort eben auch mitmachen, indem Sie das richtige Wikifolio für Ihre eigenen Interessen finden? Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin beim Handeln. Wenn Sie sonst noch Fragen haben, schreiben Sie uns auf Guidance, schreiben Sie Ingmar und Stefan auf Guidance oder schreiben Sie uns auch eine E-Mail info@sg-zertifikate.de. Und damit war's das für heute. Noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ja, und auch von uns natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch an dich, Alex. Hat wieder wirklich viel Spaß gemacht. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Genießen Sie noch den restlichen Tag und weiterhin gute Trades. Bis zum nächsten Mal. Ciao.